Erinnert ihr euch noch an 2019, Artikel 13 bzw. 17? Erinnert ihr euch noch an diesen Typen hier? Das ist Axel Voss, CDU-Abgeordneter im Europaparlament und mittlerweile beliebtes Meme. Er ist dafür verantwortlich, die EU-Verordnung ins Spiel gebracht zu haben, die wir als Artikel 17 kennen. Diese beinhaltet auch die kritischen Upload-Filter. In 2019 gab es deswegen auch viele Demonstrationen. Hunderttausende sind EU-weit auf die Straße gegangen. Genützt hat das leider nichts. Das EU-Parlament hat die Verordnung trotzdem durchgewunken. Und viele etablierte Parteien und Politikerinnen sind uns damit in den Rücken gefallen. Einzig und allein das Versprechen der CDU blieb uns übrig, dass in Deutschland Upload-Filter nicht umgesetzt werden. Doch was sind Upload-Filter eigentlich? Upload-Filter sollen verhindern, dass illegaler bzw. rechtlich geschützter Content nicht ohne Erlaubnis hochgeladen werden dürfen. Doch das ist problematisch, vor allen Dingen, weil niemand die Masse an Content im Internet manuell sichten könnte. Das heißt, es muss automatisiert werden. Aber Automatisierung birgt auch immer Fehler. So zum Beispiel könnten viele False Positives entstehen. Das heißt, dass Content, der eigentlich hochgeladen werden dürfte, zurückgehalten wird. Besonders betroffen davon sind vor allen Dingen Kritiken, Remixes, Memes oder Satire, die oftmals originalen Content verwenden dürfen, in diesem Fall aber von Upload-Filtern daran gehindert werden müssen. Demnach würden Upload-Filter nichts weiter sein als eine staatlich unterstützte Zensur. Wie sieht es mittlerweile in Deutschland aus? In Deutschland ist es so, dass die EU-Verordnung innerhalb des Urheberrechtsdienstanbietergesetzes umgesetzt wurde. Damit hat die CDU auch leider ihr Versprechen wieder gebrochen, denn in diesem Gesetz sind die Upload-Filter fest verankert. Das heißt, Upload-Filter in Deutschland werden kommen. Das Problem ist, dass die Menschen des Themas momentan überdrüssig sind. Was vor allen Dingen daran liegt, dass sie frustriert sind von wortbrüchigen Politikerinnen und Politikern. Wir Piraten dagegen sind schon seit vor Artikel 17 für freies Wissen und für ein verbessertes Urheberrecht. Wir sehen in der Zukunft, dass Open Source und geteiltes Wissen immer wichtiger werden. In der IT-Branche selbst ist das schon seit Jahren gang und gäbe. Kaum eine beliebte Website oder eine App oder irgendwelche Software funktioniert heutzutage noch ohne Open Source. Wissen ist ein Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt, und wir alle profitieren davon. Für diesen Grundsatz stehen die Piraten schon immer ein. Wenn ihr also frustriert seid von wortbrüchigen Politikerinnen, wenn ihr frustriert seid von Typen wie diesen, von der CDU oder der Bundesregierung, dann Piraten wählen.